EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Ludwig Bechstein. Heute Schneeweißchen. Es war einmal eine Königin, die hatte keine Kinder und wünschte sich eins, weil sie so ganz einsam war. Da sie nun eines Tages an einer Stickerei saß und den Rahmen von schwarzem Ebenholz betrachtete, während es schneite und Schneeflocken vom Himmel fielen, war sie so in tiefen Gedanken, dass sie sich heftig in die Finger stach, so dass 3 Blutstropfen auf den weißen Schnee fielen. Und da musste sie wieder daran denken, dass sie kein Kind hatte. »Ach«, seufzte die Königin, »hätte ich doch ein Kind, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee, so schwarz wie Ebenholz.« Und nach einer Zeit bekam diese Königin ein Kind, ein Mägdlein. Das war so weiß wie Schnee an seinem Leibe, und seine Wangen blühten wie blutrote Röselein, und seine Haare waren so schwarz wie Ebenholz. Die Königin freute sich, nannte das Kind Schneeweißchen, und bald darauf starb sie. Da der König nun ein Witwer geworden war und kein Witwer bleiben wollte, so nahm er sich eine andere Gemahlin. Das war ein stattliches Weib voll hoher Schönheit, aber auch voll unsäglichen Stolzes und auch so eitel, dass sie sich für die schönste Frau der ganzen Welt hielt. Dazu war sie zumal durch einen Zauberspiegel verleitet, der sagte ihr immer, wenn sie hineinsah und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« »Ihr, Frau Königin, seid die Schönste im Land.« Und der Spiegel schmeichelte doch nicht, sondern sagte die Wahrheit, wie jeder Spiegel. Das kleine Schneeweißchen, der Königin Stieftochter, wuchs heran und wurde die schönste Prinzessin, die es nur geben konnte, und wurde noch viel schöner als die schöne Königin. Diese fragte, als das Schneeweißchen 7 Jahre alt war, einmal wieder ihren treuen Spiegel. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Aber da antwortete der Spiegel nicht wie sonst, sondern er antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneeweißchen ist 1000-mal schöner als ihr.« Darüber erschrak die Königin zu Tode und war ihr, als kehre sich ihr ein Messer im Busen um, und da kehrte sich auch ihr Herz um gegen das unschuldige Schneeweißchen, das nichts zu seiner übergroßen Schönheit konnte. Und weil sie weder Tag noch Nacht Ruhe hatte vor ihrem bösen, neidischen Herzen, so berief sie ihren Jäger zu sich und sprach, »Dieses Kind, das Schneeweißchen, sollst du in den dichten Wald führen und es töten. Bringe mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen, dass du mein Gebot vollzogen.« Und da mußte das arme Schneeweißchen dem Jäger in den wilden Wald folgen, und im tiefsten Dickicht zog er seine Wehr und wollte das Kind durchstoßen. Das Schneeweißchen weinte jämmerlich und flehte es doch leben zu lassen, es habe ja doch nichts verbrochen, und die Tränen und der Jammer des unschuldigen Kindes rührten den Jäger auf das Innigste, so daß er bei sich dachte, »Warum soll ich mein Gewissen beladen und die schöne, unschuldige Kind ermorden? Nein, ich will es lieber laufen lassen. Fressen es die wilden Tiere, wie sie es wohl tun werden, so mag das die Frau Königin vor Gott verantworten.« Und da ließ er Schneeweißchen laufen, wohin es wollte, fing ein junges Wild, stach es ab, weidete es aus und brachte Lunge und Leber der bösen Königin. Die nahm beides und briet es in Salz und Schmalz und verzehrte es und war froh, dass sie, wie sie vermeinte, nun wieder allein die Schönste sei im ganzen Lande. Schneeweißchen im Walde wurde bald Angst und Bange, wie es so Mutterseelen allein durch das Dickicht schritt und wie es zum ersten Male die harten spitzen Steine fühlte, wie die Dornen ihm das Kleid zerrissen und vollends, als es zum ersten Mal wilde Tiere sah. Aber die wilden Tiere taten ihm gar nichts zuleide. Sie sahen Schneeweißchen an und fuhren in die Büsche. Und das Mägdlein ging den ganzen Tag und ging über 7 Berge. Des Abends kam Schneeweißchen an ein kleines Häuschen, mitten im Walde, und da ging es hinein, sich auszuruhen, denn es war sehr müde, war auch sehr hungrig und sehr durstig.
Drinnen, in dem kleinen, kleinen Häuschen, war alles gar zu niedlich und zierlich und dabei sehr sauber. Es stand ein kleines Tischlein in der Stube, das war schneeweiß gedeckt, und darauf standen und lagen 7 Tellerchen, auf jedem ein wenig Gemüse und Brat, 7 Löffelchen, 7 Paar Messerchen und Gäbelchen, 7 Becherchen. Und an der Wand standen 7 Bettchen, alle Blüten weiß überzogen. Da aß nun das hungrige Schneeweißchen von den 7 Tellerchen nur ein klein wenig von jedem und trank aus jedem Becherchen ein Tröpflein Wein. Dann legte es sich in eines der 7 Bettchen, um zu ruhen. Aber das Bettchen war zu klein, und sie mußte es in einem anderen probieren. Doch wollte keins recht passen, bis zuletzt das 7. Das passte. Da hinein schlüpfte Schneeweißchen, deckte sich zu, betete zu Gott und schlief ein, tief und fest, wie fromme Kinder, die gebetet haben, schlafen. Derweil wurde es Nacht, und da kamen die Häuschensherren, 7 kleine Bergmännerchen, jedes mit einem brennenden Grubenlichtchen vorn am Gürtel, und da sahen sie gleich, dass eins dagewesen war. Der erste fing an zu fragen, »Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?« Der zweite fragte, »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?« Der dritte fragte, »Wer hat von meinem Brötchen gebrochen?« Der vierte, »Wer hat von meinem Gemüslein geleckt?« Der fünfte, »Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?« Der sechste, »Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?« Und der siebente fragte, »Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?« Wie die Zwerglein also gefragt hatten, sahen sie sich nach ihrem Bettchen um und fragten, »Wer hat in unserem Bettchen gelegen?« Bis auf den 7. Der fragte nicht so, sondern, »Wer liegt in meinem Bettchen?« Denn da lag das Schneeweißchen darinnen. Da leuchteten die Bergmännerchen mit ihren Lämpchen alle hin und sahen mit Staunen das schöne Kind und störten es nicht, sondern sie ließen den 7. in ihrem Bettchen liegen, in jedem ein Stündchen, bis die Nacht herum war. Da nun der Morgen mit seinen frühen Strahlen in das kleine, kleine Häuschen der Zwerglein schien, machte Schneeweißchen auf und fürchtete sich vor den Zwergen. Die waren aber ganz gut und freundlich und sagten, es solle sich nicht fürchten, und fragten, wie es heiße. Das sagte und erzählte nun Schneeweißchen alles, wie es ihm ergangen sei. Darauf sagten die Zwergmännchen, »Du kannst bei uns in unserem Häuschen bleiben, Schneeweißchen, und kannst uns unseren Haushalt führen, kannst uns unser Essen kochen, unsere Wäsche waschen und alles hübsch rein und sauber halten, auch unsere Bettchen machen.« Das war Schneeweißchen recht, und es hielt den Zwergen Haus. Die taten am Tage ihre Arbeit in den Bergen, tief unter der Erde, wo sie Gold und Edelsteine suchten, und abends kamen sie und aßen und legten sich in ihre 7 Bettchen. Unterdessen war die böse Königin froh geworden in ihrem argen Herzen, daß sie nun wieder die Schönste war, wie sie meinte, und versuchte den Spiegel wieder und fragte ihn, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete ihr der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneeweißchen über den 7 Bergen bei den 7 guten Zwergen, das ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Das war wiederum ein Dolchstich in das eitle Herz der Frau Königin, und sie sah nun Tag und Nacht darauf, wie sie dem Schneeweißchen ans Leben käme, und endlich fiel ihr ein, sich verkleidet selbst zu Schneeweißchen aufzumachen, und sie verstellte ihr Gesicht und zog geringe Kleider an, nahm auch einen allerhand Kram und ging über die 7 Berge, bis sie an das kleine, kleine Häuschen der Zwerge kam. Da klopfte sie an die Türe und rief, »Holla, holla, kauft schöne Waren!« Die Zwerge hatten aber dem Schneeweißchen gesagt, es solle sich vor fremden Leuten in Acht nehmen, vornehmlich vor der bösen Königin. Deshalb sah das Mägdlein vorsichtig heraus. Da sah sie den schönen Tand, den die Frau zum Markte trug, die schönen Halsketten und Schnüre und allerlei Putz.
Da dachte Schneeweißchen nichts Arges und ließ die Krämerin herein und kaufte ihr eine Halsschnur ab, und die Frau wollte ihr zeigen, wie diese Schnur umgetan würde, und schnürte ihm von hinten den Hals so zu, dass Schneeweißchen gleich der Odem ausging und es tot hinsank. »Da hast du den Lohn für deine übergroße Schönheit«, sprach die böse Königin und hob sich von dannen. Bald darauf kamen die 7 Zwerglein nach Hause, und da fanden sie ihr schönes, liebes Schneeweißchen tot und sahen, dass es mit der Schnur erdrosselt war. Geschwinde schnitten sie die Schnur entzwei und träufelten einige Tropfen von der Goldtinktur auf Schneeweißchens blasse Lippen. Da begann es leise zu atmen und wurde allmählich wieder lebendig. Als es nun erzählen konnte, erzählte es, wie die alte Krämersfrau ihr den Hals böslich zugeschnürt, und die Zwerge riefen, »Das war kein anderes Weib als die falsche Königin. Hüte dich und lasse gar keine Seele in das kleine Häuschen, wenn wir nicht da sind.« Die Königin trat, als sie von ihrem schlimmen Gang wieder nach Hause kam, gleich vor ihren Spiegel und fragte ihn, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste all hier. Aber Schneeweißchen über den 7 Bergen, bei den 7 guten Zwergen, das ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Da schwoll der Königin das Herz vor Zorn, wie einer Kröte der Bauch, und sie sann wieder Tag und Nacht auf Schneeweißchens Verderben. Bald nahm sie wieder die falsche Gestalt einer anderen Frau an, durch Verstellung ihres Gesichtes und fremdländische Kleidung, machte einen vergifteten Kamm, den tat sie zu dem anderen Kram und ging über die 7 Berge an das kleine, kleine Zwergenhäuslein. Dort klopfte sie wieder an die Türe und rief, »Holla, holla, kauft schöne Waren, holla!« Schneeweißchen sah zum Fenster heraus und sagte, »Ich darf niemand hereinlassen.« Das Kramweib aber rief, »Schade um die schönen Kämme!« Und dabei zeigte sie den Giftigen, der ganz golden blitzte. Da wünschte sich Schneeweißchen von Herzen einen goldenen Kamm, dachte nichts Arges, öffnete die Türe und ließ die Krämerin herein und kaufte den Kamm. »Nun will ich dir auch zeigen, mein allerschönstes Kind, wie der Kamm durch die Haare gezogen und wie er gesteckt wird«, sprach die falsche Krämerin und strich dem Schneeweißchen damit durchs Haar. Da wirkte gleich das Gift, dass das arme Kind umfiel und tot war. »So, nun wirst du wohl das Wiederaufstehen vergessen«, sprach die böse Königin und entfloh aus dem Häuschen. Bald darauf, und das war sein Glück, wurde es Abend, und da kamen die 7 Zwerge wieder nach Hause, hielten das arme Schneeweißchen für tot und fanden in seinem schönen Haar den giftigen Kamm. Diesen zogen sie geschwind aus dem Haar, und da kam es wieder zu sich. Und die Zwerglein warnten es aufs Neue gar sehr, doch ja niemanden ins Häuschen zu lassen. Daheim trat die böse Königin wieder vor ihren Spiegel und fragte ihn, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste all hier, aber über den 7 Bergen, bei den 7 guten Zwergen, ist Schneeweißchen 1000-mal schöner als ihr.« Da wußte sich die Königin vor giftiger Wut darüber, daß alle ihre bösen Ränke gegen Schneeweißchen nichts fruchteten, gar nicht zu lassen und zu fassen, und tat einen schweren Fluch, Schneeweißchen müsse sterben, und solle es ihr, der Königin, selbst das Leben kosten. Und darauf machte sie heimlich einen schönen Apfel giftig, aber nur auf einer Seite, wo er am schönsten war, nahm dazu noch einen Korb voll gewöhnliche Äpfel, verstellte ihr Gesicht, kleidete sich wie eine Bäuerin, ging abermals über die 7 Berge und klopfte am Zwergenhäuslein an, indem sie rief, »Holla, schöne Äpfel, kauft, kauft!« Schneeweißchen sah zum Fenster heraus und sagte, »Geh fort, Frau, ich darf nicht öffnen und auch nichts kaufen.« »Auch gut, liebes Kind«, sprach die falsche Bäuerin. »Ich werde auch ohne dich meine schönen Äpfel noch alle los. Da hast du einen umsonst.« »Nein, ich danke schön, ich darf nichts annehmen«, rief Schneeweißchen. »Denkst wohl gerade, der Apfel wäre vergiftet, hm? Siehst du, da beiß ich selber hinein. Das schmeckt einmal gut.
so hast du in deinem ganzen Leben keinen Apfel gegessen.« Dabei biss das trügerische Weib in die Seite des Apfels, die nicht vergiftet war, und da wurde Schneeweißchen lüstern und griff nach dem Apfel hinaus, und die Bäuerin reichte ihn hin und blieb stehen. Kaum hatte Schneeweißchen den Apfel auf der anderen Seite angebissen, wo er ein schönes rotes Bäckchen hatte, so wurden Schneeweißchens rote Bäckchen ganz blass, und es fiel um, und es war tot. »Nun bist du aufgehoben, Ding«, sprach die Königin und ging fort, und zu Hause trat sie wieder vor den Spiegel und fragte wieder, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel antwortete dieses Mal, »Ihr, Frau Königin, seid allein die Schönste im Land.« Nun war das Herz der bösen Königin zufrieden, soweit ein Herz voll Bosheit und Tücke und Mordschuld zufrieden sein kann. Aber wie erschraken die sieben guten Zwerge, als sie abends nach Hause kamen und ihr Schneeweißchen ganz tot fanden. Vergebens suchten sie nach einer Ursache und vergebens versuchten sie die Wunderkraft ihrer Goldtinktur. Schneeweißchen war und blieb jetzt tot. Da legten die betrübten Zwerglein das liebe Kind auf eine Bahre und setzten sich darum herum und weinten 3 Tage lang. Hernach wollten sie es begraben. Aber da Schneeweißchen noch nicht wie tot aussah, sondern noch frisch wie ein Mägdlein, das schläft, so wollten sie es nicht allein in die Erde senken, sondern sie machten einen schönen Sarg von Glas. Da hinein legten sie es und schrieben darauf, »Schneeweißchen, eine Königstochter«, und setzten dann den Sarg auf einen von den 7 Bergen und hielten immer einer von ihnen Wache bei dem Sarge. Da kamen auch die Tiere aus dem Walde und weinten über Schneeweißchen, die Eule, der Rabe und das Täubelein. Und so lag Schneeweißchen lange Jahre in dem Sarge, ohne dass es verweste. Vielmehr sah es noch frisch und weiß aus wie frisch gefallener Schnee und hatte wieder rote Wänglein wie frische Blutröschen und die schwarzen ebenholzfarbenen Haare. Da kam ein junger, schöner Königssohn zu dem kleinen Zwergenhäuslein, der sich verirrt hatte in den 7 Bergen, und sah den gläsernen Sarg stehen und las die Schrift darauf, »Schneeweißchen, eine Königstochter«, und bat die Zwerge, ihm doch den Sarg mit Schneeweißchen zu überlassen, er wolle denselben ihnen abkaufen. Die Zwerge aber sprachen, »Wir haben des Goldes in Fülle und brauchen deines nicht, und um alles Gold in der Welt geben wir den Sarg nicht her.« »So schenkt ihn mir«, bat der Königssohn. »Ich kann nicht sein ohne Schneeweißchen. Ich will es aufs Höchste ehren und heilig halten, und es soll in meinem schönsten Zimmer stehen. Ich bitte euch darum.« Da wurden die Zwerglein von Mitleid bewegt und schenkten ihm Schneeweißchen im gläsernen Sarge. Den gab er seinen Dienern, dass sie ihn vorsichtig forttrügen, und er folgte sinnend nach. Da stolperte einer der Diener über eine Baumwurzel, daß der Sarg schütterte, und hätte ihn beinahe fallen lassen. Und durch das Schüttern fuhr er das giftige Stückchen Apfel, das Schneeweißchen noch im Munde hatte, weil es umgefallen war, ehe es den Bissen verschluckt, heraus, und da war es mit einem Male wieder lebendig. Geschwind ließ es der Königssohn niedersetzen, öffnete den Sarg und hob es mit seinen Armen heraus und erzählte ihm alles und gewann es nun erst recht lieb und nahm es zu seiner Gemahlin, führte es auch gleich in seines Vaters Schloss und wurde zur Hochzeit zugerüstet mit großer Pracht. Auch viele hohe Gäste wurden geladen, darunter auch die böse Königin. Die putzte sich auf das Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und fragte wieder, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Darauf antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönst all hier, aber die junge Königin, die ist 1000-mal schöner als ihr.« Da wußte die Königin nicht, was sie vor Neid und Scheelsucht sagen und anfangen sollte, und es wurde ihr ganz bange ums Herz und wollte erst gar nicht auf die Hochzeit gehen. Dann wollte sie aber doch sehen, die schöner sei als sie, und wie sie in den Saal kam, trat ihr Schneeweißchen als die allerschönste Königsbraut entgegen, die es jemals gegeben, und da mochte sie vor Schrecken in die Erde sinken.
Schneeweißchen aber war nicht allein die Allerschönste, sondern sie hatte auch ein großes, edles Herz, das die Untaten, die die falsche Frau an ihr verübt, nicht selbst rächte. Es kam aber ein giftiger Wurm, der fraß der bösen Königin das Herz ab, und dieser Wurm war der Neid. Ich